Willkommen zurück bei Let's Play WWE SmackDown. Here comes the pain. Wir sind angelangt beim SummerSlam in Long Island, New York. Und es geht um die WWE Championship. Und wir sind aktueller WWE Champion, Eddie Guerrero natürlich. Und Scott Steiner will es mit uns aufnehmen, der uns ja bekanntlicherweise voll brutals attackiert hat mit der Hilfe von Shawn Michaels. Ja, starten wir das Programm. Und darf wahrscheinlich gleich wieder eine Promo vorlesen. Und wir treten übrigens in einem Hell in the Cell an. August, the time has come. The future hangs in the balance. Are you ready to accept your fate? He's had enough. A devastating shot. The stunner. The strongest move in his arsenal. Winner takes all. Blood will be sacrificed. Who will reign supreme? We will reign supreme. Immer das gleiche Feuerwerk eben. Wo kommen wir jetzt überhaupt raus? Da sind gar keine Feuerwerkskörper sichtbar. Aber was will man machen, ne? Na? UK-Tour oder so? Hätte ich gedacht, kommt irgendeiner an. Aber doch nicht. Ich hoffe immer noch, nachdem wir dieses Match beendet haben und wir eventuell WWE Champion geblieben sind. Wir müssen unsere Tag Championships auch nicht verteidigen. Auch sehr schön. Dass wir danach in keiner Storyline sind, sodass wir US Champion endlich werden können. Verdammte Scheiße. So, Charlie Haas und Rey Mysterio und Lance Storm und Tajiri. Mal wieder in einem Four-Man Battle Royal Match. Beziehungsweise Charlie Haas muss wieder seine. Ne, Quatsch, ich hab verwechselt. US Champion und Cruiserweight Championship. Egal wer gewinnt. Rey Mysterio ist neuer Cruiserweight Champion. Interesting. Michaels gegen Jimmy Snuka um die US Championship in einem Steel Cage Match. Interessant. Und Shawn Michaels verteidigt. Und jetzt kommt unser Match. Singles Match. Ach, schön. Geht los. Und der Käfig kommt runter. Der Käfig kommt hinunter. Ist das schön, dass sie die Cutscene hier mit drin haben. Und ihr könnt mir natürlich weiter einen Ladescreen schicken. Werbung für euch gleichzeitig damit machen. Oder einfach diese Let's Play unterstützen, indem ihr ein bisschen für ein neues Design sorgt. Und ich würde mal sagen, also ich habe ja nicht so gute Erfahrungen mit Hell in the Cell Matches. Vor allem mit Sami Zayn. Falls ihr euch erinnern könnt, könnt ihr mal die letzte Episode, ich glaube 32 oder 3, ich glaube 32. Na ja, 32 letzte Episode mit Sami Zayn angucken. Das war das Hell in the Cell Match bei WrestleMania. Weg mit dir! Taunte so lange. Voll auf die Feiglingsart. Da musste ich mir Safe Set setzen, damit ich das Ding hier nicht verliere. Warte mal. Mache ich auch. Kackende. Ich meine, wenn ich nach dem Finisher ordentlich verliere, okay. Aber nicht nach einer Lariat oder sowas. Nach normalen Move, das sehe ich nicht ein. Oh. Nein! Nein, was los? Was zur Hölle? Was ist denn los? Warum, ihr konntet nicht abbrechen oder so? Spielt man da Logistik wieder? Man merkt das Ding hier. Ist irgendwie alles okay? Ich verstehe das nicht. Also manchmal, ne? Na, fuck! 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 Feigling. Okay. Gut, dass ich mir ein Safe Set gemacht habe. Ich springe hinunter. Ja, sorry, aber. ja. Nimm das zurück mit nur in ätzenden Situationen. Safe Set nutzen. Und das belasse ich jetzt sogar, dass ich jetzt hier runtergefallen bin. Mann! So wollte ich das doch nicht. Überhaupt nicht. Aber draußen sollte kein Pin gehen, oder? Doch, geht. Geht. Sehr wohl. Achso. Wie kann man den Gegner noch nicht gegen den Cage rippen? Ich erinnere mich. Aber was ich gerne zeigen würde, aber dazu brauche ich erstmal einen Finisher. Erstmal Tres Amigas. Oder so. Nein, ich möchte. Ah! Unsere Finisher-Leiste ist fast voll, das freut mich. Ja, Scott Steiner hat ja auch gesagt, er will
uns Schmerz spüren lassen, dann können wir ihn auch Schmerz spüren lassen, indem wir ein paar Mal von der Cell runterschmeißen. Ist ja klar. Nein, den Tiger Driver durch das Dings hier schmeißen. Stimmt auch wieder gut für Thumbnail. Da die Kameraperspektiven dafür immer top sind. Kann ich? Nein. Wollte die Namenbar dafür ausmachen. Vielleicht fürs Thumbnail. Man weiß es nicht. Aber dazu muss ich erstmal so ein Ding hier anknacksen. Habe ich hier einen normalen Suplex? Keine Ahnung, aber ich glaube, nach links, zweimal nach links ist Doppel-Suplex. Oder einfach nur ein Suplex, das wollte ich sagen. Jetzt hör auf hier. Bam. Suplex. Jawohl. Sieht gut aus. Das Ding jetzt angeknackst. Jawohl. So, Tiger Driver. Tiger Driver. Würde ihn noch ein bisschen gern hier haben. So. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Tiger Driver! Oh my God! Oh my freaking God! Gewonnen! Tja, Scotty, hast du davon, wa? Hast du davon? Irgendwie sind die Pay-Per-View-Matches bei mir öfters mal kürzer oder öfters kürzer als die regulären Matches, ne? Sorry dafür, aber wenn man mir so eine Stipulation gibt, ich meine, ich spiele jetzt hier auf, ich spiele ja nicht auf Storytelling hier, ich spiele hier auf Gewinn oder so. Unser Ziel ist es, WWE Champion, US Champion und Cruiserweight Champion zu werden. Und WWE Tag Champion. Habe ich fast vergessen. Hast du fein gemacht, Eddie. Hast du fein gemacht. Kann man nicht anders sagen. Hey, Ray. Why so serious? Why so serious? Mhm. So, bitte, 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 bitte. Betet mit mir. Betet mit mir, dass wir die US Championship irgendwie kriegen können. Aber ich hab Schiss, Adama. Hast du kurze Minute? Ich habe gehört, dass du etwas mit mir besprechen willst. Also, was liegt dir auf dem Herzen? Nein, Faction will ich nicht nochmal gründen. Nein, das hatten wir beim letzten Mal schon. Deswegen, tell him that you want to work as a single superstar. Dann machen wir das auch. Alles klar. Ich werde Mr. McMahon wissen lassen, werde Mr. McMahon über deine Pläne Bescheid geben. Survivor Series ist im November. Ich bin mir sicher, du hast ein großartiges Match. Ein gutes Match sogar. 94 Superstar-Punkte. Okay, Leute. Okay, Leute. 94 Superstar-Punkte. Das heißt jetzt gar nichts. Ich weiß. Wahrscheinlich, umso höher die Superstar-Punkte, desto mehr Storylines kriegt man. Ich würde interessieren, ob ich, wenn ich diese Season jetzt fertig habe, ich auch wirklich alle Stories durchgespielt habe, die es hier gibt. Kann mir in die Kommentare mal eine schreiben, dann. Milwaukee, Wisconsin. Bitte, 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 keine Story, keine Story, keine Story. Keine Story, keine Story. Einfach nur zum Manager. Einfach nur zum Manager, bitte. Zum Manager, nur zum Manager. Komm, komm, komm. Fuck you! Mann! Ja, der ist gerade zur Arena gekommen. Das ist ein schönes Auto, Jay, ja? Oh, jetzt ist meine Flasche runtergefallen. Nie war er sein. Er kommt angerollt in Stil. Ja. Na, nicht du schon wieder! Ja, also das ist ein schönes Auto. Eines, ein Top of the Line, Höchstklasse, ohne Frage. Aber es kommt nicht an meins ran. Wir sind ja hier. Wir sind ja hier eigentlich, ne? Aber wir haben uns in letzter Zeit auch nicht wirklich healisch benommen. Ich will keine Fehde gegen dich, verdammte Scheiße. Eddie scheint seine Wut zu kontrollieren. Nicht schon wieder gegen dich! Er muss realisiert haben, dass sein Auto nicht so gut ist. Wehe, wehe, wehe. Ich will Storyline. Ich will gar keine Storyline. Ja, ja, jawohl, jawohl. Zwar kein Cruiserweight-Teil, aber US-Teil. Fickt euch, fickt euch. Ihr Storymakers von Here Comes the Pain, nicht ihr. Hahaha. Ha, ha. Ah, ich sehe schon. Ich werde dich für das Titel. Ich werde dich fürs Titelmatch heute Abend ansetzen. Aber ich will ein großartiges Titelmatch sehen, okay? Verstanden? Jawohl, aber ich habe keinen Bock, den ständig den Titel zu verteidigen. Was soll man machen? Title-Info. Wie das Let's Play eventuell länger, man weiß es nicht.
also Michaels, unser Gegner, haben wir noch nie gegen ihn gewrestelt. Bitte keine zwei Matches, bitte keine zwei Matches. Jawohl, nur eins. Booyah. Ein Ladder Triple Threat Tornado Match, das ist ein schönes Match. Sikara und Rey mit, ja, gegen die Generation X und Wyatt Family, ein Teil davon. Aber jetzt kommt unser Match, US Singles Match. Die Q ist aus. Könnt ihr es glauben? Könnt ihr es glauben? Wir sind bald neue US Champion. Könnt ihr es glauben? Und, der gute Kevin, aka HansaFan93, hatte mir geschrieben, dass Eddie Guerrero eigentlich in der Cruiserweight-Klasse noch, eingeteilt sein müsste. Und ich da, und ich deswegen eigentlich auch für den Cruiserweight-Title antreten könnte oder sollte. Aber war es nicht der Fall? Oder habe ich zu viele Superstar-Punkte? Ich werde das mal checken, indem ich nach der Aufnahmesession, wenn ich es nicht vergesse, testweise Eddie auf Cruiserweight einstufe. Nein! Fuck! Via Cheatcode und dann gucke, ob ich dann um die Cruiserweight Championship wresteln kann. Und ich eventuell so mal drei Matches an einem Abend habe. Interessant. So, also Shawn Michaels hier wie gewohnt, oder der Verteidiger wie gewohnt mit zwei Finisher im Voraus. Ja, ist mal nichts anderes gewohnt, ganz klar. Es gibt ja erstmal eine Beinschere, oder gibt's, wurde ja Backdrop sogar. Beinschere, das sehe ich für Quatsch. So, Roll-Up, gewonnen. Was meint ihr, soll ich ein Stühlchen holen? Nein, noch nicht. Machen wir ganz floggig hier. Badam. Ich hab Schiss, wenn ich das nicht früher mit dem Cruiserweight-Title mache, dass ich nicht nirgends mehr die Chance bekomme. Darauf, weil ich dann danach eventuell nur noch in Storylines verwickelt bin. Ich weiß es nicht. Ach, wisst ihr was? Ich probier's nach diesem Match gleich, oder ich guck erstmal. Ich bin wahrscheinlich auch das Match wird wahrscheinlich auch die Folge beenden. Welche Gewichtsklasse der gute Eddie Guerrero ist. Dass ich denn eventuell, weil es keine Storyline auftaucht, fuck, um die Cruiserweight Championship antreten kann. Oh nö, wir haben gleich verloren oder was? Oh nö, da hole ich jetzt einen Stuhl. Tut mir leid. Wehe Pin. Nein, okay. Alles klar. Nö, da gehe ich erstmal raus. Tut mir leid. Das Match will ich hier gewinnen, ganz klar. Ist ja auch gar nicht fair, dass er was im Voraus hat hier. An Finisher. Das sollte ich ebenfalls haben. Mhm. Finisher für Eddie. Neuer Chant. So, fuck you. Und so einfach kann man sich Finisher erhaschen. Ist er gleich orange oder was? Jawohl. Der kommt dann auch nicht, ne? Der Arme. Ach, schön. Ja, wir haben fünf Finisher. Ach, wunderbar. Wisst ihr was? Dann machen wir alle Finisher einmal durch. Ist ja der auch ein Finisher? Oh, da müssen wir aber aufpassen, ne? Da müssen wir aufpassen. Dann mache ich meine Finisher draußen und beende das her gleich mit der Switchin' Music. Mit der geklauten Switchin' Music. Und dann... Ja. Ich befürchte aber, wenn ich... Ja, Mist. Meint es von hier? Wollte es von oben machen eigentlich? Frog Splash! So, also nochmal in den Ring. In den Ring. Tiger Driver zeigen. Nein! Geht gut los hier als zukünftiger US Champion. Da. So, zack. Tiger Driver. Und der sollte dann ganz gut liegen. Für die Switchin' Music? Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Dann machen wir das Ganze halt mit dem Roll-Up. Roll-Up. Der war gerade ganz schön knapp gewesen, hätte ich das Ding jetzt gekontert, die Switchin' Music. Halt Musik an? Weiß ich nicht. Steh bitte auf. Musik?
Okay. So, also nochmal. Viereck und jetzt der Roll-Up und das ist der Sieg. Eindeutig. Nach Eddie-Manier haben wir einen neuen US-Champion. Jawohl. Na komm, verspotten nur. Nur verspotten. Ja. USA. USA. Und wir sind jetzt WWE Tag Champ, WWE Champ und US Champ. How awesome is that, boy? How awesome is that? Ganz richtig. Viva la Rasta. Eure Bildervorschläge, wollte ich sagen. Ladescreens in die Kommentare oder E-Mail. Ihr kennt den List. Ric Flair gegen Ted DiBiase Senior. Senior. Senior gefindet, ja. Und jetzt dieses coole Leather Triple Threat Tornado Match. Interessiert mich schon, wer hier gewinnt. Sicara und Ray. Sicara auf einer Winstreak hier. Und jetzt sind wir bei 96 Superstar-Punkten. Und an dieser Stelle werde ich jetzt diese Smackdown-Ausgabe oder diese Let's Play-Ausgabe beenden. Wie gesagt, ich probiere mal oder ich gucke erstmal, ob es überhaupt Cheatcodes gibt, damit ich die Gewichtsklasse irgendwie ändern kann. Ansonsten muss ich mal gucken, ob ich mir nicht selbst, also ich kann auf jeden Fall die Champions ändern. Ob ich mir nicht im Exhibition-Mode ein Match gegen, wer ist der aktuelle Champion? Ich glaube Charlie Haas oder so. Ja, ein Match ansetze. Oh, ne, Rey Mysterio, ne? Ja, gegen Rey. Match gegen Rey ansetze. Ich dann Rey zwei Finisher gebe. Oder, ja, könnt mir mal in Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet, wenn ich einfach ein Exhibition Pseudo-Teile-Match mache und mir dann den Titel selbst gebe im Universe-Mode. Quatsch, hier kam's im Pain-Mode, obwohl wir nicht Cruiserweight sind. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, falls das der Fall sein sollte und ich mich nicht als, und ich mich so, falls ich via Cheat-Codes meine Gewichtsklasse nicht ändern kann, würde ich es ja so machen. Und, ja, ich bin auf euer Feedback gespannt. Wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr, euer Franz. Wir haben einen neuen US-Champion. Und wie es weitergeht und ob wir auch bald uns Cruiserweight-Champion nennen können, neben der WWE, neben WWE-Champion und neben WWE-Tag-Champ und jetzt neuerdings auch WWE-US-Champ. Keine Ahnung, ich weiß nicht, den Satz anfangen vergessen, mein Gott. Auf jeden Fall, ich sollte diese Episode beenden und diese Endcard ist jetzt auch beendet. Wir sehen uns morgen wieder. Wiedersehen, Daumen hoch, wenn dann Daumen hoch wäre nett, mein Gott.